Nein, nein, da entlang. Kommen Sie zurück. Wir haben ausgezeichnete Sicherheitsstandards. Ach Mann, das waren unsere ersten Besucher. Ich würde gern hier rein. In Jurassic Park, vergessene Welt. Etwa die Größe einer Walnuss. Oder wenn Sie Fakten über Nüsse bevorzugen, die Walnuss hat in etwa die Größe eines Stegosaurierhirns. Ich brauche eine Fotodokumentation über diese Tiere. Sie haben doch nicht Sarah engagiert. Ihr passiert nichts. Und glauben Sie mir, das Forschungsteam wird... Das ist keine Forschungsexpedition mehr. Es ist ein Rettungseinsatz, der sofort anläuft. Und damit herzlich willkommen und seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladrim, zu einem neuen Episode, zu einem neuen Part Lego Jurassic Park verlorene Welten oder vergessene Welten, keine Ahnung, jedenfalls ist es Nummer 2. Ich mach hier mal gleich mal ein bisschen Lärm. Stell mal gleich mal die Lautstärke runter. Ist doch ein bisschen extrem laut. Gut. Geht's hier zum ersten Level oder bin ich hier falsch? Sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Gut. Beim ersten Versuch geknackt. Och nö, jetzt sind hier auch noch diese Raptoren. Weg mit euch. Weg mit euch, verpisst euch. Die haben mich gleich getötet hier. Will doch nur ganz friedlich das nächste Level starten. Sauer finden heißt das nächste Level. Dann finden wir mal Sauer und begeben uns auf eine weitere Mission durch den Dschungel. Auf Anlage B, wie ihr schon erfahren habt. Und wieder greifen uns diese scheiß Viecher hier an. Überall diese klitzekleinen Viecher sind wirklich nervig. Stabile Gegenstände wie zum Beispiel ein Brecheisen können verwendet werden, um in abgesperrte Bereiche zu gelangen. Drücke immer wieder A. Ach, dafür ist er zuständig. Nicky Van Oven. Das sind zwei neue Charaktere, Nicky Van Oven und Andy Carl. Das sind neue Charaktere. Ian Malcolm, den kennt ihr schon aus dem ersten. Aus der ersten Episode, aus den ersten Parts. Der ist doch schon ein bisschen erfahrener. Der kennt sich mit den Dschungelabenteuern aus. Ein Amboss. So, mal hier dran ziehen. In der Hoffnung, dass er runterfällt und jemanden tötet. Dann ist es tot durch Amboss. Im falschen Spiel.
So. Auf hier. So, zum Glück niemand. Bin geambosst. So. Sah gerade so aus, als hätte er irgendeine Waffe. Aber hat er nicht. Die Karl hat keine Waffe. Soweit ich weiß. So, kommst du hoch, Eddie? Da kommt was Großes. Und Ian hat noch nicht geredet. Ach, wieder dieses kleine Dingens dort. Oh, wie ich die hasse. Wie ich die jetzt schon hasse. Und ich denke, die werden uns auch im Verlauf des Let's Plays auch noch weiterhin verfolgen. Was haben diese kleinen Viecher hier gefressen? Das ist... Man sieht die kaum. Ich bezweifle, dass ihr sie seht. Seht ihr sie? Schreibt es mal in die Kommentare. Seht ihr diese kleinen grünen Viecher, die mich hier die ganze Zeit angreifen? Ich übersehe die selbst fast. Die killen mich hier fast. Nicht nur fast. Was ist nur los mit denen? Und da ist noch so ein Vieh. Kommen die da aus einer Höhle? Da ist doch irgendwo ein Loch aufgegangen. Genau. Und das war die Aufgabe, das zu versperren. Ich blöd, Mann. Und das soll uns weiterbringen. Das ist ein Katapult. Okay. Da habe ich jetzt die Höhle kaputt gehauen. Muss da der Eddie auch draufstellen. Und jetzt gehe ich runter und... Nö. Das bringt nichts. Ah! Muss damit nur das Ding kaputt machen. Für keinen anderen Zweck bringt das... Katapult, was? Ist ein ulkiges Katapult. Gut. Ruf da. Ah, ein Teamwork. Teamwork ist auch gut. Oh, der hat doch eine Waffe. Habt ihr die gesehen? Da, die Waffe. Der hat eine Waffe. Ich glaub's nicht. Eddie Carr hat eine Waffe. Und da ist wieder hoch. Ja, dafür brauche ich vermutlich Sarah, die wir gerade suchen. Die ist hier irgendwo im Dschungel. Und wir haben jetzt scheinbar die Aufgabe, die zu suchen. Und ich habe nur diese Betäubungsknarre. Okay, was hat Iron für eine Knarre? Gar keine, wie es aussieht. Der muss mit den Fäusten gegen diese Viecher hier auf dem Boden kämpfen. Wo kommen die immer her, diese Mistviecher? So, ich brauche dich mal wieder, Mr. Nick Van Owen. Klingt niederländisch. So, zack, das hätten wir. Und da hoch. Mach ein paar Fotos, genau. Einmalige Fotos, sagenhaft. Hey, Nick! Das ist doch, Sam.
hat nur Wasserdampf. Nehmt Erde. Wer hat das Feuer gemacht? Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Oh, Kerli, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Warst du wirklich die ganze Zeit im Trailer? Eine Waschmaschine? Das kapier ich nicht. Da steht ja InGen an dem Hubschrauber. Aber wieso? Warum schickt Hammond zwei Teams her? So. Die wollen die Tiere mitnehmen. Da geht's ums Level. Jetzt kann ich's euch ja sagen, dass Hammond mit ihrem Auftauchen gerechnet hat. Er hat eine Alternative parat. Was für eine Alternative? Mich. Ist es immer noch benommen? Wie viele Betäubungsmittel habt ihr denn benutzt? Ich dachte, es wäre ein Stegosaurus. Ich habe echt schlechte Tiefenwahrnehmung. So. Ich spiele hier Nick Van Owen und wir sind hier im zweiten Level in diesem Part. So. Erstaunlich, aber wahr. Zwischen dem ersten Level, den wir gerade eben gespielt haben, und dem zweiten Level. Oh, hier gibt es gleich einen Kampf. Ja, zwischen dem ersten und dem zweiten Level ist, glaube ich, grob 2 Monate und eine Kameraunterschied. Ja, auf jeden Fall cool. Ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall dieses zweite Level. Ich glaube, wir werden heute mal 3er schaffen. Oh, aber benommener Dinosaurier. Ja. Lange ist es her, wenn ich den letzten Part gespielt habe. Und das erste Level stammt noch aus der Zeit, wo der letzte Part hochkam. Och komm, was wollen die denn jetzt hier? Was wollt ihr von uns? Mann, wir wollen doch nur die Dinos retten. Ja, die haben echt Probleme. Die Wärter hier. Zack, 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 zack. Da wird ein halbes Auto ausgekramt. Ein Eis an eine Waffe. Am Stiel ist es nicht, aber. Wir werden das noch essen. Na gut, dann geben wir dem halt ein Eis aus seiner eigenen Scheiße. Ich weiß nicht, inwiefern ihn das gesund machen soll, aber na gut, frag nicht. Kann ich da ran? Kann ich das da irgendwie wegbekommen? Und das ist, glaube ich, der Pilz, den ich benötige. Ah, alles klar. Dreh dich, Rädchen. Wasser ausgeschüttet und zack, aufheben und zum Dino bringen. Dann brauchen wir nur noch ein weiteres Teil des Medikaments, aber das ist ja vielleicht Banane. Ja, ich weiß nicht, wie eine Banane, ein Pilz und ein Eis am Stiel, was in Dino Scheiße steckte, in dem Dino bei der Heilung helfen soll, aber gut. Ist ein Lego-Spiel. Da komme ich nicht hoch. Und das ist eine Levelgrenze. Na, wunderschön. Ach so, ich kann die Levelgrenze zerstören. Das ist praktisch. Und da ist auch schon die gewünschte Banane. Ab damit zum Dino. So. Zack.
blitzschnelle wieder geheilt. Man wusste ja auch nicht, dass das so schnell geht. Und jetzt kann ich ihn spielen. Jetzt ist der Dino spielbar. Ach, jetzt kommen wieder die Angreifer. Stirbt, Kartoffeln! Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich bin ein Dino. Ein Ram-Dino. Zack. Genauso. Sieht so aus, als könnten die jetzt durch. Ach so, das ist gar nicht mein Kumpel. Das ist ein Angreifer. So, mal aufbauen. Sieht aus wie eine Treppe. Ich glaube, das ist auch eine Treppe. So, weiter geht's. Das ist hier scheinbar ein Lager der anderen, also in der Nicht-Dino-Freunde, was wir scheinbar hier sabotieren müssen, wie schon der Levelname verrät. Da ist, glaube ich, irgend sowas mit Sabotage oder sowas. Sabotage ist da auf jeden Fall drin. So, erstmal erledigen wir hier das Camp. Wir zerstören alles, was sie irgendwie überleben lassen könnte. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob das auch im Sinne der Mission ist, aber gut, ich mach's dann erstmal. Oh, ein eingesperrter Dino, den müssen wir mal wohl befreien. Nun, wo ist der Dino? Ich brauche mal den Dino. Da ist der Dino. Zack, mit X. Kommt der da auch hoch? Ja, sieht so aus. Na? Kommst du hoch? Scheinbar nicht. Zack, zack, zack. Und dann halt nicht. Dann benutzen wir halt nicht den Dino. Aber wie? Ja, vielleicht so. Da kann ich ja mit der hier mal benutzen. Ah, da haben wir einen anderen. Einen zweiten Dino, der uns das befreien kann. Gut. Kommt schon, der Risosaurus ist entkommen. Jetzt lern doch endlich ihren Namen, Mann. Ich wollte gerade sagen, ernsthaft, ein Risosaurus? So, Risosaurus. Mal dahin. Den anderen Minisaurus-Pfeil. Also Mini ist er gar nicht. Ist größer als ein Mensch. Ist aber ein Baby-Dino. Ballert der hier einfach auf die Dinos. Saurier-Schänder. Den kriegen wir. Rest aufs Maul. Hier. Da siehst du, wenn man sich mit Dinos anlegt. Mit der Natur legt man sich nicht an. Okay. Das ist unkaputtbar. Und da brauche ich einen Schlüssel für. Da brauche ich einen Mechaniker. Super. Dass ich hier gut weiterkomme. Mach sein Double. Und Peter Ludolf. Wer auch immer Peter Ludolf ist. Ludolf. Okay, Ludolf. Da ist wer. Na, komm her, komm her. Das ist doch Peter Ludolf, oder?
Ja, kann ich scheinbar nicht gerade ran. Erstmal die Dinos hier befreien. Die Dinos. Jo, sie kann in die Scheiße springen. Ein Pressluftbohrer, ein halbes Auto und ein Schlüssel. So, Emma hier. Aufschließen. Juckt mich nicht, was die da erzählen. Erzählen was von Jurassic Park. Ah, die wollen den. Die wollen. Stimmt. Spoiler. Die wollen den Park in USA eröffnen. Jetzt weiß ich es wieder. Lange nicht geguckt, aber. Ups, jetzt habe ich leider meinen Freund zerstört. Aber es sind Lego-Figuren, die führen keinen Schmerz. Zack. Die können sich wieder zusammenbauen. So, das hätten wir. Sesam, öffne dich. Ja, da redet er vermutlich weiter, obwohl er vor seiner Tür hier ein Dinosaurier wütet. Das würde ich auch so tun. Obwohl da wütet ein Dino vor meiner Tür. Erzähl einfach weiter. Tja, das war's dann wohl. Er hat sich das Bein gebrochen. Schaffen wir ihn in den Wagen. Hast du überhaupt keine Ahnung, was das ist? Der hat sich nicht nur das Bein gebrochen, der hat sein Bein verloren. Mami ist stinksauer. Noch ein interessantes Kapitel in deinem Buch. Die T-Rex, Mami. Ist jemand verletzt? Was braucht ihr? Ein Cheeseburger mit allem drum und dran. Für mich ohne Zwiebeln. Und eine Apfeltasche. Ach, ich kann hier klettern. Ja, ich bin wohl ein wenig runtergefallen. Langsam hochkrabbeln. Oh. Ah, ich kann auch schwenken. Ah, gut zu wissen. Nein, nein, nicht mehr hier. Aus dem Weg. Und da drunter hier fallen. Ach, X drücken. Okay, ja, so ja. Und weiß was Sache ist. Zack. Befestigen. Oder auch nicht. Ah, jo. Das ist das Befestigungsseil. Und so wird's befestigt. Zieh! Wir müssen sie retten. Ab ins Auto und zurückziehen. Und kennt ihr die Szene aus dem Film? Oha, 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 ich glitsche. Gleich zur Seite. Hopp, hopp. Immer schön in der Mitte bleiben, immer schön in der Mitte. Das fällt mir gerade ein bisschen schwer, aber. Ich spring mich an. In die Mitte, weil nur da kann ich ziehen. Hopp. Ich stelle mich schlecht an, aber. Oh, ich werde schon besser, ich werde besser, ich werde besser, ich werde besser. Ich werde besser, ich werde besser. Perfekt. Ja, ich kletter ja schon. Aus dem Weg. Ah. Aus dem Weg. Ach, Mann. Nicht in den Weg, sondern aus dem Weg.
Weiter geht's, aus dem Weg. Und weiter hoch. Herabfallende Gegenstände. Wenn das mal keine Action ist. Jo, hier musst du wieder mal eingreifen. Och, kommst du Dino hier auch noch her? Du wirst mich hier nicht bei meiner Rettungsmission abhalten. So, danke mal dafür. Fürs Abhalten. So, repariert. Und wieder lenken. Oh, gegenlenken. Hopp. Ich weiß, es ist schlammig und regnerisch, aber ich könnte mich doch ein bisschen besser anstellen. Und genau deshalb habe ich den Führerschein noch nicht. Und weil ich in so einer Bedingung scheußlichstens versagen würde. Ihr seht's. Naja, ich schaff's ja irgendwie. Zwar eher schlicht als recht, aber. Ja, komm, gegenlenken. Gegenlenken. Hopp. Gegenlenken. 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 Zack, zack. So, haben wir. Und weiter geht's nach oben. Minikit haben wir bekommen. Auch dafür hatten wir gerade Zeit. So. Hätten wir, wie es aussieht, fast geschafft. Oh. Papa und Mama, die noch kommen. Vater T-Rex. Das war knapp. Unsere Kommunikationsgeräte wurden zerstört. Wir sitzen hier fest, Ladies and Gentlemen. Und zwar zusammen, dank Ihnen. Wenigstens kamen wir vorbereitet. Es gibt ein Kommunikationszentrum hier in der alten Versorgungszentrale. Wenn wir dorthin kommen, können wir die Hubschrauber über Funk erreichen. Fortgeführt muss es natürlich werden. Eine angefangene Let's Play kann jetzt nicht einfach so pausiert werden und beendet werden ohne triftigen Grund. Also wird schon fleißig weitergespielt. Ihr merkt schon, ab und zu das eine Spiel, ab und zu das andere Spiel. Nach dem, wo ich gerade so Lust habe, das, was ich gerade so spielen möchte, wird als Let's Play gespielt. Gibt halt keinen Upload-Plan mehr 2017. Ich hoffe, ihr findet euch damit zurecht und habt dafür Verständnis. Und vielen Dank schon mal vorne raus für euer Verständnis. So, dann würde ich mal sagen, ein Däumchen nach oben, wer ein Träumchen, wenn es euch gefallen hat. Gehabt euch wohl. Ich spring noch mal in die Scheiße zum Abschluss des Parts. Und dann würde ich mal sagen, ein Lagerbett gebaut. Es gibt ein Kommunikationszentrum hier in der alten Versorgungszentrale. Wenn wir dorthin kommen, können wir die Hubschrauber über Funk erreichen. Ja, dann würde ich mal sagen, haut rein.